BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Bei der heutigen Regierungspressekonferenz in Stuttgart hatten die anwesenden Journalisten wieder die Möglichkeit, Fragen an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheits- und Sozialminister Manne Lucha zu stellen. Auf der Agenda standen dabei unter anderem die Themen Impfen, Hilfe für Indien und mögliche Öffnungsszenarien. Die Hoffnung auf baldiges Reisen hatte Ministerpräsident Kretschmann gegenüber der dpa bereits am Dienstagmorgen gedämpft. Bevor man so etwas wieder ins Auge fasse, müssten die Inzidenzen drastisch runtergehen, so Kretschmann. Auch beim Thema Öffnungsperspektiven hänge alles von den Inzidenzwerten ab. Und wenn wir jetzt Landkreise und Regionen haben, die 5 Tage unter die berühmten 100 sind, werden wir dort Möglichkeiten zur Außengastronomie, Möglichkeiten für den Handel, Möglichkeiten auch für die Hotellerie, Gastronomie in der Hotellerie, dann für Gäste. Das alles werden wir dann unter den Begleitumständen, die ich genannt habe, Aha-Testen, dann auch anbieten und möglich machen. Dass bereits eine Erstimpfung mit einem negativen Corona-Test gleichgesetzt werde, wie es beispielsweise in Österreich gemacht werden soll, wurde in Baden-Württemberg noch nicht diskutiert, erklärt Kretschmann auf Nachfrage. Auch die aktuelle dramatische Lage in Indien war ein Thema der Pressekonferenz. Denn von der Deutsch-Indischen Gesellschaft wurden explizit auch die Länder aufgerufen, zu helfen. Baden-Württemberg ist ja mit Indien durch die Partnerschaft mit der Region Maharashtra eng verbunden. Und deswegen wird Baden-Württemberg der indischen Regierung 400 Beatmungsgeräte aus der Notfallreserve spenden, die hier im Lande nicht benötigt werden. Die haben wir ja aus präventiven Gründen damals angeschafft. Im Raum stand auch die Frage, ob Impfzentren mit weniger Impfdosen rechnen müssten. Denn der Leiter des Ulmer Impfzentrums hatte, laut einem Journalisten vor Ort, mitgeteilt, dass zahlreiche bereits vereinbarte Termine abgesagt werden müssten. Gesundheitsminister Lucha erklärte, dass es sich um ein Missverständnis handle. Wir haben zu keinem Zeitpunkt jetzt angekündigt, dass es weniger kommt, aber in der Tat haben einige Impfzentren, die von uns ja aufgefordert wurden, keine Rücklagen mehr zu bilden, stark zu verimpfen. Natürlich auch die Hoffnung gehabt, wie wir auch, dass die Lieferungen vom Bund stärker ausfallen. Jetzt hat gestern Ulm war der Ansicht, sie könnten die Zweitimpfungen nicht garantieren. Wir haben natürlich heute sofort Einvernehmen hergestellt. Ulm kann natürlich die Zweitimpfungen garantieren. Außerdem kündigte Lucha eine sogenannte Schamoffensive für AstraZeneca an. Denn während dieser Impfstoff in den Impfzentren gut angenommen werde, bekämen Hausärzte AstraZeneca nur wenig an ihre Patienten verimpft. Lucha und Kretschmann, die sich beide mit AstraZeneca haben impfen lassen, wollen deshalb weiter am Image von AstraZeneca arbeiten. Seit heute müssen Kundinnen und Kunden beim Besuch eines Friseursalons keinen tagesaktuellen negativen Covid-19-Schnelltest eines offiziellen Testzentrums mehr vorlegen. Ein Selbsttest vor Ort reicht ab sofort aus. Die Testung vor Ort muss allerdings von einem geeigneten Dritten beaufsichtigt und bescheinigt werden. Dies kann beispielsweise eine im Salon beschäftigte Person sein. Der bescheinigte negative Test gilt dann für die nächsten 24 Stunden auch bei anderen geöffneten Einrichtungen und Dienstleistungen. Maibaumstellen, aber Corona-konform. Das hat sich wohl die Gemeinde St. Johann mit ihrer Aktion 500 Maibäume für St. Johann gedacht. Zwar wurde das Ziel von 500 nicht ganz erreicht, dennoch zieren seit dem Wochenende hunderte von selbstgestalteten Maibäumen die Gärten der schwäbischen Gemeinde. Dabei wurden große und kleine Bäume oder sogar Büsche geschmückt, aber auch echte Miniatur-Maibäume aufgestellt. Die Aktion zeigt wieder einmal, wie schon so oft in der Pandemie, dass auch in Krisenzeiten mit Kreativität Zusammenhalt geschaffen werden kann. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.